Am 1. April gibt es den Brauch des Aprilscherzes, in dem versucht wird, Mitmenschen durch erfundene oder gefälschte Geschichten bewusst in die Irre zu führen. Und auch ich habe jedes Jahr auf YouTube an diesem Brauch mehr oder weniger teilgenommen. Doch diesmal zum 1. April möchte ich keinen zum Narren halten, sondern genau das Gegenteil bewirken. Euch informieren. Denn woher kommt eigentlich der Brauch des Aprilscherzes? Wie so viele Traditionen sind auch beim Aprilscherz die Wurzeln im Mittelalter verankert. Genauer gesagt im England des 16. Jahrhunderts zur Lebzeit des 12. Duke of Devonshire, Duke Murray Cavendish und seiner Tochter April Cavendish. Genau diese Tochter schien zu Widerwillen des Strengvaters sehr lebhaft zu sein und so spielte sie dem Duke und seinen Gefolgsleuten häufig Streiche oder hielt sie mit verschiedensten Scherzen zum Narren. So lässt die Legende verlauten, dass man in der ganzen Stadt aus dem Herrenhaus des Duke Murray erboste, April, April Rufe hörte, nachdem ihm seine Tochter mal wieder Unfug angestellt hatte. April selbst kam durch ihre herzhafte Art sehr gut bei der Bevölkerung an und angestachelt durch sie begannen Leute in der Stadt vereinzelt ihren Mitmenschen Scherze zu spielen, welche sie mit dem sarkastischen Ausruf des Duke April, April veralberten, woraus sich letztendlich unser April, April entwickelte. Doch die nun scherzhafte Gesellschaft schaukelte sich hoch, bis sie sogar gegenüber Soldaten des Dukes sich den ein oder anderen Scherz erlaubten. Da dieser seine Autorität dadurch in Frage gestellt sah und sich um fehlenden Respekt ihm gegenüber von seinen Untertanen fürchtete, verbot er das scherzhafte Treiben komplett. Doch durch Proteste von seiner Tochter und zuliebe seiner Tochter erlaubte er das Scherzen an nur einem Tag, dem 23. November, dem Geburtstag der Tochter April. Damit war der Grundstein für den heutigen Tag des Aprilscherzes gelegt, welcher sich nicht nur in der Stadt, sondern auch in der umliegenden Bevölkerung großer Beliebtheit erfreute und nach ganz England eroberte. Nach dem Tod von April Cavendish wurde ihr zu Ehren der Tag auf den Monatsnamensvetter April gelegt. Und über die Jahrzehnte kristallisierte sich der 1. April als Tag, an dem Scherzen erlaubt war, heraus, welcher mit dem Ausruf April, April aufgelöst wurde. Doch noch die wenigsten wissen, dass sich dieser Ausruf nicht auf den Monat bezieht, sondern auf die Tochter eines Dukes von Devonshire. Und noch weniger wissen, dass diese Geschichte komplett erfunden war. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, woher der 1. April stammt. Und damit April, April, oder soll ich sagen, April, April.